und Polar 9 Jahre in der Kette und wird dann von Tierschützern befreit. Der Typ ist übrigens 3 Tage später, das ist kein Scherz, verstorben. Der ist verstorben. Das war so ein Animal Hoarder, der hatte auch noch ein paar Hunde irgendwo in so Verschlägen drin. Die haben ja da keinen Bezug zu, die sind ja nicht empathisch, ne? Die haben das nicht. So, die haben das einfach nicht. Und dann kommt die in so eine Auffangstation, in so ein Tierheim und dann wird die gesund gepflegt, weil die hat die Augen verblitzt, verbrannt, weil die zu lange in der Sonne gesessen hat. Das ist das Problem, die hatte zu wenig Schatten und jetzt hat die ganze Zeit das Sonnenlicht in den Augen gehabt. Und die hatte kaum noch Fell und so und ich hatte auch ganz schlimme Bilder von ihr gesehen und dann ist die an, ich fand die so hässlich, dass sie schön, gell, dass wenn du so einen Hund siehst, so, ist die hässlich süß, ist die süß. Die ist so hässlich süß. Diese sagt immer zu mir, sagst du, wie so ein Frettchen. Die hat so irgendwie was von einem Marderhund. Aber ich oute mich jetzt, ich stehe auf nicht reinrassige und auf so Hunde, wo du denkst, ist das schön. Ne? So Assis. So wirklich so richtige Promenaden. Drecksköter, da stehe ich total drauf. Ich liebe solche Hunde. Auch im Urlaub, wenn ich sie sehe, da gehe ich so vorbei und denke so, okay, das gehört zu jemandem. Ja, okay, alles klar, Glück gehabt. Ich mag solche Hunde und deshalb finde ich die Polar so toll, weil die so, die ist so eigen auch. Und dann kommt die zu mir ins Revier und lebt sich innerhalb von 3-4 Tagen ein und ist der normalste Hund der Welt. Das ist der Wahnsinn. Nach 9 Jahren, oder? Da denke ich auch, wisst ihr, wie oft ich da sitze und die beobachte? Und dann weine ich. Ich weine, weil ich 9 Jahre, nicht 9 Tage, auch keine 9 Monate, 9 Jahre ihres Lebens, sitzt die, hat die da an der Kette gelegen. Und dieses Heulen, was die immer macht, dieses, ich glaube, das hat die gemacht, wenn der Eigentümer nach Hause gekommen ist oder so, dann hat die den versucht zu begrüßen, weil die wollte ja Kontakt haben. Und die hat am Anfang immer, wenn ich so hingegangen bin, hat die sich so sofort so weggeduckt. Das haben übrigens viele Hunde, die man aus dem Süden bekommt. Und Ola ist das beste Beispiel. Ömi. Die ist auch süß. Die war der Hammer. Ömi war der absolute Hammer. Ne? Als Matthias zu mir sagt, als wir da richtig reingegangen sind, und ich gucke da nur rüber und sehe diese Bernsteinaugen, und ich sage zu Matthias, und ich war sowieso so fertig von diesen 7000 Hunden, diese ganze Zeit, diese Geräuschkulisse und dieser Geruch und diese Panik und diese Angst, und ich gucke so rüber und sehe nur diese Augen und sage zu Matthias, was ist das für ein Hund, der da so sitzt, so ganz still. Ja, ja, so und so und so. Ich sage, wie lange ist die schon hier? Und er so, 7 Jahre. Ich sag, 7 Jahre? Sag ich, warum? Ja, die will keiner, die ist schwarz. Und dann hat die diese Augen. Und in Rumänien haben viele Leute Angst. Und sag ich, was hat die da auf der Stirn? Dann hat die ein Dreieck eingebrannt. Von diesen. Aber wir sind unter uns. Von diesen Hinterwäldlern. Von diesen minderbemittelten Menschen. Sorry, also da fällt mir nichts mehr ein, mitten in Europa im 21. Jahrhundert, da knallen die denen irgendwelche Dreiecke, brennen die denen auf die zwischen die Augen, um die bösen Geister vom Haus fernzuhalten. Die sind im Mittelalter stehen. Die sind im Mittelalter stehen. Ich war so schockiert, dann habe ich zu Matthias vorhin gesagt, hol die raus. 7 Jahre ist die schon hier. Ja, wie alt ist die? Ja, weiß ich, 11, 12. Raus, ins Revier eingezogen. Best Dog Forever. Und die hat kein einziges Mal in die Bude gekackt, gepinkelt, nichts. Die war einfach nur da, lag sehr oft im Flur und hat nur gesagt, ich komme jetzt erstmal 1 Jahr an. Ich will meine Ruhe haben, ich brauche auch kein besonderes Körbchen, ich brauche keine riesigen Spaziergänge, ich brauche auch nicht die 1000 Streicheleinheiten. Und ich bin eh so ein Freund, kann ich euch auch sagen, ich lasse Hunde, wenn die zu mir kommen. Lass die ankommen. Ich mache ja nichts. Ich bin auch wirklich kein Freund davon, dass ich die ganze Zeit so rumlaufe und sage, ist alles hier? Und der Hund so, oh. Ist bei dir alles gut? Ne?
viele meinen es dann zu gut. Ne? So dieses so Glocke drüber. Musst du Wasser? Nee, ich will gar nicht drüber. Du kommst und nimm das Wasser drauf. Stell dich am Küchentisch. Wenn du das gibt's, ne? So, und dann noch mal hinterherlaufen und noch mal. Ich habe ja da Verständnis für, das ist ja Liebe. Ne? Ja. Kann ja niemandem verbieten, zu lieben. Hallo. Rotkäppchen. Herzlich willkommen. Und trotzdem versuche ich immer so ein Stück weit den Hunden so den Raum zu geben, den sie so brauchen, um anzukommen. Weil viele sind so traumatisiert, dass die, wenn man die ein paar Tage in Ruhe lässt, ist es meistens besser, als wenn man sie zu sehr bombardiert mit Liebe. Das ist so meine Erfahrung, die ich in den letzten 30, 35 Jahren gemacht habe.